Heute habe ich einen kleinen Schriftimpuls für dich. Und zwar habe ich neulich gerade auf Instagram was entdeckt, was mich zu dieser Idee gebracht hat. Und zwar ein Alphabet mit feinen Linern. Du kannst dazu aber auch Farbstifte nehmen. Du brauchst zwei verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier einen roten und einen schwarzen Feinliner. Jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Und such dir eine Schriftart aus. Da kannst du im Computer einfach ein Alphabet googeln. Das sollte eine oder aussuchen. Das sollte eine Druckschrift sein. Ich habe jetzt hier so ein Schriftmusterbuch. Das da von Hermann Schmidt-Mainz. Habe ich schon ziemlich lange. Und habe mir jetzt als Schriftart die Clarendon ausgesucht. Das ist eine serifenbetonte Schrift. Auch Ägyptienne genannt, weil sie. Ja, warum auch immer sie so heißt, so Western-Schriften oder sonst, also die sehr ausgeprägte Serifen haben, zählen auch unter diese Schriftarten. Und ich zeichne die jetzt einfach in der Outline nach, also den Rand, und mache einfach so, wie ich das gerade sehe, ohne Anspruch auf Genauigkeit. Ohne sie auszumalen. Einfach nur die verwackelte Outline. So wie ich das erkennen kann. Sieht man natürlich nicht, wenn ich da meine Hand davor halte. Und auch ohne Gewähr auf Genauigkeit. Das geht nur darum, dass man ungefähr eine Vorlage hat, wie so ein Buchstabe auszusehen hat. Wenn man sich da nicht so sicher ist. Ich sehe jetzt meine Vorlage nicht so gut. Die Oberlängen sind auch viel größer in echt. Natürlich, aber hier ist mein Blatt zu Ende. A, B, C, D, E. Wenn du lieber genauer arbeiten möchtest, dann lass dir mehr Zeit für jeden einzelnen Buchstaben. Ich bin immer so ein bisschen ungeduldig, wenn ich Videos mache. So, wenn du die kleinen Buchstaben hast, dann kannst du die andere Farbe nehmen und in diese Großbuchstaben mit der anderen Farbe rein, in die kleinen Buchstaben, das Großbuchstabenalphabet auf die gleiche Art und Weise zeichnen. Ich weiß selber noch nicht, was dabei rauskommt. Das ist für mich auch ein Experiment. Was ich aber spannend finde, sind dann so Zwischenräume, die entstehen, und so Überlappungen von Linien. Ich zeichne die jetzt ein bisschen größer, weil ich gemerkt habe, dass da unten noch Platz ist. Die möchte ich gerne noch ausfüllen. Ich kann meine Vorlage nicht so gut erkennen.
Daraus kann ein interessantes Hintergrundmuster entstehen. Oder du kannst später damit weiterspielen und Zwischenräume ausmalen. Oder das einfach stehen lassen. Vielleicht auch Collage reinkleben. Mal sind jetzt wirklich sehr wackelige Buchstaben geworden. Und mal gucken, was ich aus der Seite mache, weil insgesamt gefällt mir dieser Effekt schon ganz gut. Vielleicht nehme ich mir auch auf einer anderen Seite nochmal Zeit, das nochmal zu machen mit ein bisschen mehr Genauigkeit. Aber beides hat seine Daseinsberechtigung und seinen Effekt auch. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch ein paar rote Buchstaben ausmalen, Akzente setzen. Ich kann hier nochmal mit Collage reinarbeiten. Das werde ich später sehen. Jetzt mag ich das erstmal stehen lassen und wirken lassen und komme da vielleicht nochmal zurück oder es bleibt als solches stehen.